Wir machen heute Void Rift, würde ich sagen, oder? Habt ihr Bock drauf? Void Rift in schwer. Wir gucken mal, wie schwer es ist. Wir haben noch nicht angefangen. Also wir haben schon angefangen, wir stehen schon drin, aber wir haben noch nichts eingelesen. Ist komplett der Anfang. Und der erste Buff ist die Verteidigerklasse heute. Der erste Buff ist für die Verteidiger. Na gut, wir gucken mal. Zum Glück sind die ja alle. Zum Glück habe ich ja Autokämpfe. Obwohl der Kampf ist super schlecht hier. Also macht lieber die Augen zu. Das sage ich jedes Mal, weil das sehr traurig ist. Ich muss den irgendwann mal, glaube ich, mal neu spielen hier. Ab welcher Stufe sollte man anfangen zum Gear Farmen? Naja, also am geilsten farmt sich halt ab Stufe 18, weil dann keine gelben Items mehr dabei sind. Aber prinzipiell kannst du schon Stufe, oder solltest du vielleicht sogar schon eher farmen. Du brauchst halt erstmal ein bisschen Gear, damit du überhaupt bis Stufe 18 kommst. Ja, also du solltest halt nicht übermäßig farmen, sondern nur so, um dir halt Gear zu besorgen, um halt die nächsten Stages überhaupt zu schaffen. Das ist immer so ein bisschen tricky, das kann man nicht so verallgemeinern. Aber generell richtig all in gehen solltest du ab 18 und halt höher. Im Bestfall halt 19 oder 20 oder so, ja. Super Aussage. Welche? Welche und war es ironisch gemeint? Das musst du mir noch kurz beantworten. Weil ich habe gerade so viele Aussagen getroffen. Ach, GR3 stinkt doch. Nee, GR3 ist das Beste. Gearwave 3 ist das Beste zum Farmen. Diese Sets, die sind so überragend, die es da gibt, die goldenen. Gear 25 Farm. Ja, farm die 25, genau. Habe ich das gesagt? Oh, dann tut es mir leid. Ich meinte 15, ja. Ich schaffe die 19 einfach nicht. Ja. Mir geht es ähnlich mit der 20. So ist es halt. Irgendwo kommt man an eine Grenze, wo man dann entweder irgendwas braucht oder mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Und in meinem Fall brauche ich wahrscheinlich irgendwas. Oh nö. Oh nö, wieso muss ich das immer spielen? Ich hasse das. Das ist die hessische Stage hier. Und der hat sich wieder nicht mein Team gemerkt. Das ist noch schlimmer. Oder war das mein Team? Es könnte sogar sein, dass das mein Team war. Ich habe 1, 2, ich habe nur 3 Damage-Dealer. Reicht das überhaupt? Und macht er hier dieses Gift eigentlich? Das ist meine nächste Frage. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ich bekomme alle tot, aber der Boss läuft durch. Das hatte ich auch am Anfang, ja. Da musst du halt noch irgendwie sehen, dass du noch was in die Mitte mit reinstellst. Irgendwie vielleicht einen von den Fightern, die die Lufteinheiten angreifen können oder sowas. Erfolg, wenn man ein Item auf Level 25 gezogen hat. Kommt das noch? Kann sein. Oder kann man bald bis 25? Weiß ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Ich stehe jetzt in 17, 15 und 19 farmbar. GW3, 17 fehlt noch Schaden. So ist es. Also war bei mir genauso. Irgendwann kommst du dann dahin, dass du den Schaden hast. Und dann sollte es gehen. Also die alleine schafft das auf jeden Fall nicht.
Ach, keine Ahnung. Wenn er jetzt das Vergiften macht, da bin ich sad, weil ich die Medaillen nicht gestellt habe. Aber warum habe ich die Medaillen dann überhaupt dabei, wenn er das nicht tut? Ja, jetzt kommt es. Jetzt kommt das Gift. Stellen wir sie mal, damit wir wenigstens das nächste Gift mitnehmen können. Jetzt kommt erstmal der Steinfall da. Dafür haben wir zum Glück seine Ulti hier. Ich warte mal mit dem Attack Bar Push von ihr. Tödliches Kreischen, sehr gut. Dafür haben wir jetzt die Medan Ulti ready hier. Jetzt müssen wir uns die Ulti hier wiederholen, sonst haben wir gleich ein Problem. So, ich lese gleich wieder den Chat, Freunde. Ich habe bloß Angst, wenn ich jetzt wieder eine Sekunde weggucke, stören mir wieder die Leute hier weg. Midan-Ulti ist gleich wieder ready für das Kreischen, wenn es nochmal kommen sollte. Und ich glaube, das kommt nochmal. Und meine Kamet-Ulti hebe ich eigentlich auf, für wenn das dicke Vieh hereingelaufen kommt. Weil der kommt, glaube ich, mit so ein paar kleinen zusammen. Da kommt wieder das Kreischen, sehr gut. Jetzt kommt es da drüben hin, der Steinsturz. Da glaube ich, müssen wir mit der Vortex-Ult arbeiten. Dass mir die Morrigan nicht wegstirbt an der Stelle. So, jetzt brauchen wir die Kamet-Ulti auf der Seite. Okay, das lief ja eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Das lief eigentlich ganz gut. So, jetzt muss ich erstmal kurz nachlesen, was hier passiert ist. Hab keine Feinde, der Luft angreifen kann. Okay, dann hast du Pech nur. Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Wie ich es gemacht habe, ist mit Kyuk. Ich habe Kyuk mitgenommen und habe den mit auf den Boss schießen lassen. Weißt du, den Typ, der diese Debuffs drauf macht, hier dieses Gift. So habe ich es gemacht. Ich habe nämlich auch das Problem gehabt, dass der Boss zu wenig Schaden hatte. Und da habe ich einfach Kyuk mit dahingestellt. Der kann zwar nicht von vornherein drauf schießen, aber der ist auch Piercer, glaube ich. Das heißt, der kriegt auch eine erhöhte Range und sobald wie die ein Stück nach vorne gelaufen kommt, kann der mit draufschießen und hat das Gift immer drauf gemacht. Ich der wohl Einzige, der Gear Rate 1.18 hat, aber Gear Rate 2. Stimmt, du bist einer der wenigen wahrscheinlich, weil du gute AE-Mages hast. Hier meine Dolores, bei mir in der Mitte. Damage.
Oh, wir haben einen Prime-Sub wieder abgekriegt. Und zwar von Lygo oder Lyrgo. Vielen Dank für dein Prime und die Unterstützung. Sehr gut. So läuft das, Freunde. So läuft das. Unser erster Prime-Sub heute. Der Vader ist wieder am Start. Immer diese Tolls. Ja, die Tolls, die sind hier sehr oft vertreten, ja. Ich weiß zwar auch nicht genau, was die immer machen, diese Tolls, aber... Cuke ist auch eine Idee. Ja, so habe ich es gemacht. Ich habe jetzt leider den Dings ja gerade überschrieben. Sonst hättet ihr es ja sehen können. Mein Original-Run habe ich ja gerade überschrieben mit dem Idril-Ding von der 19. Da habe ich einen Cuke dabei gehabt. Cuke ist kein Piercer. Warte mal, dann musst du... Dann war es nicht Cuke. Warte, ganz kurz. Gib mir eine Sekunde. Kollege, gib mir eine Sekunde. Noah. Dann war das der andere Typ hier. Der Grüne. Hoffentlich habe ich den. Wait, ich muss mal so hier sortieren. Ich glaube, der war der hier, oder? Genau, den hier musst du mitnehmen. Der ist nämlich Piercer. Siehst du ja hier an dem Symbol. Und der hat auch Gift hier. Der hat auch Gift. Den habe ich da, glaube ich, mitgenommen. Beziehungsweise, nee, damals habe ich den nicht mitgenommen, weil damals hatte ich noch keine Lunaria. Das heißt, ich hatte gar keinen Piercer-Lord, da war es mir egal. Aber jetzt, wenn du Lunaria dabei hast und einen Piercer-Lord, dann solltest du den statt Cuke mitnehmen. Weil, ist ja egal, welchen du baust. Die müssen ja nur ihr Gift drauf machen, weißt du? Ja, das ist der Pro-Tipp von Tools. Hoffentlich funktioniert's, ja. So, jetzt muss ich erstmal weiterlesen. Hab jetzt einen Tag den Facebook-Account. Was muss ich jetzt machen für den Support? Nebotus, du klickst jetzt hier oben im Spiel hier drauf und linkst einfach deinen Account, indem du hier drauf klickst. Und dann sagt er hier, du willst mit Facebook verlinken. Ja, geht klar, gib mir mal deinen Facebook-Account, dann meldest du dich einfach an. Und dann ist dein Account an den Facebook-Account von dir verknüpft. Und mit dem Account kannst du dich dann von jedem anderen Gerät aus, indem du hier auf Account wechseln gehst, kannst du dich von jedem anderen Gerät aus, sei es ein Mobile-Gerät, sei es ein PC-Client, kannst du dich hier einfach über Account wechseln, trotzdem wechseln, Facebook, gibst die Facebook-Daten ein und bist immer auf deinen Account, den du da gerade an das Facebook verbunden hast. Gab es schon Tools? Nee, gab es noch nicht. Danke für den Hinweis, Pava. Frühaufsteher-Tools, Bonus All 40. Für 62 Benutzer im Chat. Wait, what? Wieso habe ich 53 Zuschauer und 62 Leute im Chat? Das sind doch wieder Twitch-Bots unterwegs. Da muss ich wieder mal mit dem Kamm durch hier und mal ein paar rausmachen. Dann zeig mal den Run mit ihm. Ja, den habe ich ja gerade überschrieben. den Run. Der lief die ganze Zeit. Kannst ins VOD reingucken. Da ist der Run mit Cuke noch drin. Den haben wir gerade überschrieben. Und wie erhältst du die Daten? Wenn ich auf deinen Account gehen soll, du gehst in meinen Discord und schreibst mir eine persönliche Mitteilung und sagst, hey, ich bin's, Nebotus. Ich würde gern, dass du auf meinem, ich weiß gar nicht, was soll ich eigentlich auf deinem Account machen? Soll ich summon oder was? Was hat man denn da gesagt? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, ja. Und dann gibst du mir deine Facebook-Daten, dann gibst du mir deine E-Mail-Adresse, die du bei Facebook reingemacht hast und ein Passwort. Das Passwort kannst du danach, wenn ich wieder runter bin, ja wieder ändern. Dann ist es wieder dein Facebook-Account, ohne dass ich wieder rein kann. Ich merke mir aber die Passwörter sowieso nicht. Also ich gehe dann nicht dann heimlich da drauf auf eure Accounts, sehr klar. Aber wenn ihr wollt, ändert es halt um. Cuke oder Cutter? Na, Cuke geht nicht, ja. Cuke geht nicht. Also Cuke geht schon, aber ist nicht so geil, weil der kriegt nicht die Bonus-Range. Es sei denn, der Cuke hat schon von Hause aus eine höhere Range als der Cutter. Hier, der ist gar keine Fraktion. Wir gucken mal nach. Guck mal, der schießt drei Felder nach vorne. Jetzt gucken wir mal bei Cutter. Cutter ist nämlich Piercer und der hat was? Das kann man hier nicht sehen. Der hat, glaube ich, die gleiche Range.
Ja, der hat genau die gleiche Range. Der kriegt aber dann hier vorne ja nochmal drei Kästchen dazu, wenn ihr Lunaria mit dabei habt. Deswegen ist der halt besser. Die haben gleiche Range, genau. Aber der kriegt halt durch Lunaria diesen Buff. Deswegen würde ich lieber Cutter an der Stelle mitnehmen. Aber danke, Vader. Void Rift, mal schauen. Ja, müssen wir mal gucken, ja. Muss ich mir halt mit einplanen, ja. Das müssen wir uns schon mit einplanen. Das ist nicht so, als der. Ich habe auf jeden Fall noch vor dir noch ein paar auf der Liste, die auch Account Support wollen. Ja, müssen wir mal gucken, wann wir das machen. Oder beide. Naja, ich zeige es euch mal. Wir können es ja mal ganz kurz machen. Hier, Gearrate 3, Stufe 19. Kämpfen und wir nehmen. Wen brauchen wir nicht? Dunaria. Den Hai brauchen wir nicht. Wir nehmen jetzt hier Cutter mit. Es kann ja nur sein, dass der mir sofort wegstirbt, weil ein bisschen musste den. Warte mal, habe ich den nicht gebaut? Ich habe, glaube ich, habe damals wirklich Cube, glaube ich, gebaut dafür. Wo ist mein Cutter? Ich weiß, ich hatte welche. Wo ist denn der jetzt? Hier. Ja, ich habe ein paar. Ja, wir haben ein paar. So, Start. Wie ich das, glaube ich, gespielt habe, ist, ich habe ihn. Ich habe das so gemacht und. Und so hier. Und da der Damage nicht gereicht hat, habe ich ihn halt hier, glaube ich, noch dahinter gesetzt. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass der nicht gelevelt ist. Wieso kriegt der keine Bonus-Range? Ist das nicht Cutter? Nee, ach, das ist Grief. Ah. Schon gefailt, ja. Okay, pass auf, jetzt machen wir es ordentlich. Kämpfen. Das war der falsche. Den hier wollen wir, oder? Genau, guck mal. Den habe ich sogar schon dahin gemacht, dass der diese, dass er die Range hat. Genau, so, den hatte ich dabei. Der ist bestimmt auch gelockt, oder? Ja, der ist auch gelockt. Genau, den habe ich dabei. Starten. Trotzdem kämpfen. Es ist jetzt die 20. Kann sein, dass es jetzt die 20 ist. Ist ja egal. So, den. Ja, es ist die 20. Das sehe ich schon an den Damage-Zahlen, dass das die 20 ist. Wieso eigentlich? Ich war doch die ganze Zeit jetzt in der 19 drin. Wieso springt er dann jetzt auf die 20? Neunzehn. Kämpfen. Aller guten Dinge sind 25, oder wie sagt man so schön? So. So, dann setzen wir ihn mit hier hin. Er kriegt die Bonus-Range und jetzt schießt er halt mit auf den Boss. Zumindestens, wenn die dann so ein bisschen nach vorne gelaufen kommt. Wahrscheinlich ist er da bei mir aber schon tot. Wahrscheinlich ist er dann bei mir schon tot, ja. Jetzt stirbt der kleine Cuke. Also ich kann es euch nicht zeigen, weil es jetzt einfach zu. Ich müsste den Buff ausschalten und selbst dann ist der, glaube ich, zu schnell tot bei mir. Aber ja, so habe ich es gemacht. Den habe ich hier hingesetzt, dann hat er schön das Gift immer drauf gemacht und das Gift hat die halt so schnell rund, also nicht schnell, aber der schießt ja lange genug drauf.
um da ein bisschen Damage zu machen. Das ist mein Tipp. Jetzt probiert's aus. Ja. Und sagt nicht, den habt ihr nicht. Das ist ein grüner, den kriegt jeder. So, jetzt nochmal. Wo sind wir jetzt hier stehen geblieben? Gleich Range. Ach, hier sind wir. Ist das bei Gift nicht egal? Nee. Also was ist nicht egal? Die Range? Nee, weil er dann ja weiter schießen kann, ja. Noah hat Artefakt Rage Stufe 17 geschafft. Sehr gut. Das ist die vorletzte, glaube ich. Das ist schon mal gut. Guter Anfang. Schau mal, Discord, habt ihr was geschrieben? Hast du mir jetzt deine Accountdaten geschrieben? Du musst mir deine E-Mail-Adresse noch dazu schicken. Das Passwort alleine reicht mir nicht. Die E-Mail-Adresse, die du für Facebook verwendet hast, die brauche ich. Also faktisch deine Login-Daten. Wenn du auf Facebook gehst und bist nicht eingeloggt, das, was du dort eingibst, das brauche ich. Das ist eine E-Mail-Adresse und dein Login. Das musst du mir zusenden. Und dann, aber eigentlich musst du mir jetzt erstmal nur schreiben, was du willst. Dann nehme ich dich mit auf die Liste und dann machen wir das, wenn es passt. Nebotus. Und was wolltest du haben? Ich schreibe es dir mal kurz. Aber du musst mir das jetzt noch nicht schicken. Ich frage dich dann sowieso nochmal, ja? Okay, danke. Dann habe ich es jetzt trotzdem schon. Ich möchte, dass du Void Rift bitte hilfst. Okay, Void Rift. Na, da bin ich gespannt. Void Rift, na gut. Void Rift muss ich erstmal selber clearen hier. Gucken wir, was diese Woche... Ach, Mann. Wegen der Range, genau. Richtig OP, der Champ. Valeria? Ja, das kann sein, ja. Valeria ist schon gut, ja. Rift auf normal? Okay, das klingt fair. Albtraum 3, 15 Millionen. Krass, da hast du ja mehr als ich, Armageddon. Okay, also wir machen jetzt mal weiter hier. Ich lasse mich schon wieder viel zu sehr von euch ablenken. Was ist da los mit Tools? Halte. Albtraum 2, 25 Millionen. Muss da die Ulti richtig timen. Der letzte Hit der Ulti hat bei mir vorhin 2 Millionen Schaden gemacht. Oh, okay. Okay. Wie viele sind auf der Liste? Aktuell sind vor dir Trunks und Tintifax. Und Nordland, aber Nordland haben wir ja gestern abgehakt. Nordland ist jetzt erstmal zufrieden, der kann farmen. Also nicht viele. Ich weiß aber nicht, ob wir heute einen von denen hier dazu bekommen oder ob wir heute erstmal nur hier weitermachen. Ist das ein Autokampf? Oh, zum Glück. Mein Gear ist aber auch Schrott, finde nichts. Ihr findet immer alle nichts. Ihr müsst mehr farmen. Wenn ihr nur 100 Runs farmt, findet ihr nichts. Ihr müsst 1000 Runs farmen, dann findet ihr was.
müsst mehr farmen, wenn ihr nichts findet. Das geht auf jeden Fall für den Anfang, ist es ganz gut. Gleich kommen die interessanten Sachen, wo ich mich wieder konzentrieren muss. Bis dahin mache ich mal einen Abonnentencheck. 15, sehr gut, wieder zwei dazugekommen. Aber ihr habt wirklich schon da Klicks drauf gemacht, sehe ich gerade. Manche von den Videos haben jetzt schon 13 Klicks oder sowas. Okay, dann das noch ein paar mit 4 oder 5. Aber manche haben schon wirklich viele Klicks hier bekommen. Also viele, ja, 13, 14. Oder ist das, habe ich mich da falsch angeguckt? Nee. So, okay. Weiter geht's. Achso, hier, das darf man nicht vergessen, sonst müssen wir dann wieder zurücklaufen hier. Speed ist mitunter das Wichtigste statt Crit Damage. Tausend Energie für 1000 Runs, yo. Rechnen das mal in Kristalle um. Also in Diamanten, meine ich. So, jetzt haben sie uns hier wieder das Team weggenommen. Wait, wir können mal Itril mitnehmen. Wir können mal Itril mitnehmen statt Morrigan. Gucken, ob das was wird. So, wir stellen hier immer sie hin. Twitch oder YouTube? Jo, 0815. YouTube-Videos habe ich jetzt gerade gemeint. Auf dem neuen YouTube-Kanal von uns. 13 Klicks, Lambo incoming. Ja. Es wird Zeit, Freunde, es wird echt Zeit. Das habe ich mir verdient, ja. Die 13 Klicks. So, warte mal. Ich muss erstmal kurz hier das wieder umschalten. Es geht mir nämlich sonst den ganzen Tag wieder auf den Sack. Habt ihr was im DC privat geschrieben? Die Info ist nur für dich.
So, warte, kleinen Moment, ich bin gleich soweit. Ach. 6600 Gems, das geht ja mal noch. Ja, das kann man ja mal machen an einem Abend. Das kann man ja mal machen nebenbei, Freunde. Habt euch nicht so. Ich muss bloß ganz kurz mal hier die Arena resetten und hier ein Auto ran lassen, laufen lassen. So. Also gut, jetzt stellen wir sie hier hin. Noah, ich hau mich ins Bett. Jo, Noah, danke, dass du dabei warst und schlaf gut. Kannst du den verlinken? Wen verlinken? Sorry, ich bin jetzt, glaube ich, gerade schon wieder viel zu weit hinterher. Den YouTube-Kanal, ja, der ist verlinkt hier. YouTube. Da. Könnt ihr jederzeit aufrufen, mit dazukommen, abonnieren, liken, sharen, was auch immer. Ja, ihr wisst, wie es geht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt schaffe ich das Schild nicht rechtzeitig, weil der nicht da ist. Komm schon, mach das Schild noch rechtzeitig weg hier. Das wäre so cool, wenn das klappen würde. Mist, hat nicht geklappt. Kann die irgendwie auf den Fisch hier schießen? Ich glaube nicht, oder? Nein. War halt mal ein bisschen anders gespielt, aber immerhin, ja. Moin, Enki! Was? Was willst du mit dem Link sagen, Laxus? Ja, schön, findest du das? Naja, weiß nicht. Ich finde sowas immer nicht in Ordnung, wenn man, naja, egal. Müsst ihr selber wissen. Willst du jetzt sozusagen, dass die ganzen Viewer jetzt darüber gehen? Machst du jetzt Werbung hier für andere in meinem Kanal?
Normalerweise müsste es dafür eigentlich ein Timeout oder ein Bann geben, ja. Jo, danke dir, Nebo. Bis später. Soll ich meinen ersten Cube für die Fusion nehmen oder den GB? Man linkt keine anderen YouTube oder Twitch on-stream, das ist frech. Und moin. Ja, das sehe ich genauso. Ja, das finde ich, ich finde es auch eigentlich nicht gut, ja. Ich war auch kurz schon über den Bann-Button, ja. Also außer wenn ich das tue, ja, und sag hier, schaut mal bei dem rein, aber zu sagen, hier, guck mal bei dem drüben, der macht gerade guten Content, ist. Nee, du musst dir kein Timeout geben, das ist schon in Ordnung, aber es ist halt irgendwie, ja. Wusste er nicht? Ja, ist ja auch in Ordnung. Deswegen sage ich es ja, ich habe ihm ja auch kein Timeout gegeben, aber ist ja auch in Ordnung. Ist alles gut, ja. Oder vorher fragen, ja. Alles gut, Laxus. Chill, es ist nicht böse gemeint, aber es ist halt nicht. Also ich finde es auch nicht in Ordnung. Ich habe das auch immer gesagt, wenn das andere Leute bei anderen Streamern gemacht haben, habe ich auch immer gesagt, hier, oder manche kommen ja auch rein und sagen, hier, kommt mal alle zu mir rüber oder sowas. Da gibt es einen Insta-Bann, wenn das so jemand bei mir macht, ja. Habt ihr um DC geschrieben? Bin gleich wieder da, Freunde. So viel zu klären hier. Da kommt mal schnell alle bei mir rüber. Ich habe auch Kekse da. Yo, Windstroll, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, okay, also. Jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen weitermachen. Ja. Das war die Boss-Stage hier, oder? Ich muss gerade mal kurz noch mal gucken, wie die aussah. Ach ja, das Ding, okay. Wir brauchen zwei Tanks. Haben wir nicht. Wir brauchen keinen Silas, glaube ich. Das hat man dabei. Wir hatten eine Midan dabei. Wir hatten eine Midan dabei. Wir haben eine Morrigan dabei gehabt und einen Kamet. Lass mich nochmal in mich gehen. Was hat man noch?
Der dorthin, Vortex dahin. Ich habe keine Ahnung. Wieso können die nicht einfach die letzten Teams speichern? Jedes Mal muss man wieder neu. Zwei Damage-Helden, zwei Einzel-CDPS. Magie-Damage. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach noch Silas mit. Wir finden es jetzt gleich raus, was mir fehlt, wenn mir was fehlt. So. Moin. Riss hart oder Nightmare hart? Irgendwann kannst du es auswendig. Das wird bei mir, glaube ich, nicht passieren. Vor allem, weil das ist ja immer Unterschied. Also der Floß ist ja sogar immer gleich, ja. Aber die anderen sind ja immer noch unterschiedliche Dings. Da kann ja irgendwie mal einer 3 Wochen lang der gar nicht kommen, wo ich mir dann das Team nach irgendwie 3 Wochen nochmal wieder recallen muss. Ah. Mir fehlt der Tank. Zweiter Tank fehlt. Ich habe da gesagt, uns fällt das gleich auf, was uns fehlt, wenn wir dann drin sind. Ich dachte, ich hatte den schon drin, aber hatten wir natürlich nicht. Guten Abend allerseits. Yo, hi Trunks. Jetzt haben wir Laxus verloren, der ist jetzt raus. Der ist jetzt raus. Bis morgen, Sheldon. Schön, dass du dabei warst. Winstrow, wie war dein Stream heute? Du hast doch wieder einen ganzen Tag, hast du wieder einen ganzen Tag gestreamt, oder? Du hast dir doch wieder einen ganzen Tag gegönnt, so wie ich dich kenne. Kommt da jetzt einer durch hier? Man sieht das nicht. Das sind so viele Zahlen und so viele Balken. Man sieht das überhaupt nicht, wie viel der jetzt gerade tankt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben zu wenig Damage hier.
Ja, mach mal lieber Sixter. Itul hat Sixter auf jeden Fall verdient, ja. Das stimmt. Oh, jetzt kommt Doppelsteinsturz. Okay, die haben es nicht überlebt. Haben wir ja gleich unsere Morrigan, die können wir mit aufstellen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die jetzt jedes Mal einen Doppelsteinsturz macht. Dann könnte ich den ja eigentlich verkaufen. Aber wenn die nur einen einzelnen zufälligen macht, wäre es ganz cool, wenn der auch hier drüben hinfallen könnte. Damit die mir nicht immer wegsterben, wenn es die Möglichkeit besteht. Wenn die immer nur einen Doppelten macht, dann sollte man den natürlich verkaufen hier. Okay, jetzt fehlt uns so ein bisschen das. Jetzt fehlt uns ein bisschen die Ulti hier. Ja, er macht immer einen Doppelten. Oh no, da kam noch ein Steinsturz. Jetzt ist er vorbei, oder? So. Jetzt müssen wir sie nur noch umlegen hier. Bin gleich wieder da. So. Tools, ein muss man Decimus bauen. Na, Decimus brauchst du halt ab und zu mal, so bei gewissen Stages. Ist der schon nice to have. Zum Beispiel für Gear Raid 2 habe ich ja jetzt öfter gezeigt, auch im Stream.